Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal auf German HD. Ja, ich habe ein weiteres Video für euch am Start, besser gesagt einen Dreiteiler. Und zwar ist es ja so, dass wir immer noch, auch noch nach über 5 Jahren GTA Online, immer noch ungeklärte, ungelöste und Mythen in GTA Online haben, die bis heute immer noch ungeklärt sind und die bis heute ja einfach keinen Sinn ergeben, weswegen sie da sind, warum sie überhaupt gemacht worden sind und. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall kümmern wir uns in diesen drei Teilen, ich habe mir überlegt, einen Dreiteiler rauszumachen, weil sonst würde das Video hier über 20 Minuten gehen und ich strecke meine Videos eigentlich ungern auf über 10 Minuten. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, einen Dreiteiler draus zu machen, wenn ich es schaffe. Und ja, kommen wir zum ersten Punkt. Und zwar, ihr könnt es im Hintergrund sehen, die Banana Mamas Bar. Diese Location haben wir schon seit Release von GTA 5 in GTA 5 und in GTA 5 Online am Start, konnten sie aber bislang nicht nutzen. Wir können sie weder im Story-Mode nutzen, noch können wir sie in GTA Online nutzen. Und in irgendeiner Mission, sei es ein Raubüberfall oder in irgendeiner Mission in GTA Online oder im Story-Modus, kommt diese Bude nicht vor. Wir haben keine Möglichkeit, diese Location legal zu betreten. Obwohl ich sagen muss, warum Rockstar Games diese Location gemacht hat, ist mir bis heute ein Rätsel. Nach dem After Hours DLC haben alle gedacht, dass wir diese Bar endlich freischalten, aber ha, pfeif drauf, Pustekuchen ist nicht. Die Bar ist immer noch geschlossen und ob sie jemals kommen wird, ist immer noch ein Rätsel. Und das ist auf jeden Fall der erste Punkt, wo ich sage, warum hat Rockstar Games diese Location überhaupt hinzugefügt, wenn sie eigentlich gar keinen Sinn ergibt. Weder in GTA 5 in der Story noch in GTA 5 Online macht diese Bar keinen Sinn. Eine Mission haben wir wie gesagt auch nicht, also kann ich mir eigentlich momentan immer noch nicht vorstellen, warum wir diese Location einfach haben. Ja, also können wir den Typen erstmal aus dem Weg räumen, weil der ist sowieso unnütz. Ja, meine lieben Freunde, das war auf jeden Fall der erste Punkt auf der Liste, die immer noch ungeklärt sind. Und der zweite Punkt folgt zugleich. Und wir fahren jetzt gemeinsam in die Berge. Ja, meine lieben Freunde, wir machen eine kleine Spritztour in die Berge. Ja, viele von euch können sich schon denken, was wir hier machen. Ja, genau, wir sind auf dem Mount Chiliad. Und was gibt es auf dem Mount Chiliad? Richtig, das Mount Chiliad Mystery. Ich weiß, Freunde, viele von euch können es nicht mehr sehen, viele von euch können es nicht mehr hören und den meisten von euch hängt dieses Mystery einfach zum Hals raus, weil einfach fast jeder YouTuber ein Video darüber gemacht hat, was ich ziemlich schade finde, dass die meisten YouTuber, auch ziemlich viele deutsche GTA-YouTuber, in ihren Thumbnails geschrieben haben und im Titel, das Mount Chiliad Mystery ist gelöst, dass es einfach motherfucking Clickbait, finde ich ziemlich traurig, warum man das da reinschreibt, weil dieses Rätsel, das Mount Chiliad Mystery, ist immer noch nach 5 Jahren GTA Online nicht gelöst. Wenn wir uns dieses Bild mal etwas genauer anschauen, ich weiß, ihr habt schon 1000 Mal gesehen, aber dann werdet ihr ein 1001 erstes Mal immer noch überstehen. Wir haben den Berg. Da unten haben wir zum Beispiel 3 Bilder. Auf dem rechten ganz unten sieht das zum Beispiel aus wie das Jetpack, was wir mittlerweile in GTA Online haben. In der Mitte sieht für mich das Ganze aus wie ein Ei, was gerade, ja, zerspringt oder irgendetwas daraus schlüpft. Und ganz links sehen wir ein UFO. Ja, UFOs haben wir in GTA und auch in GTA Online, das will ich gar nicht abstreiten. Aber was das jetzt mit dem Mystery zu tun hat, wissen wir bis heute noch nicht. Oben sehen wir ein Auge an der Bergspitze. Wofür das Ganze da sein soll, weiß ich nicht. Wenn wir mal in den inneren Bereich des Berges reinschauen, sehen wir überall solche Markierungen, solche Kreuze. Und das sieht für mich aus wie Gänge, Tunnelsysteme oder irgendwas anderes. Aber wir haben weder wieder eine Mission noch irgendetwas anderes im Story-Mode oder im Online-Modus, wo wir in diesen Berg rein können, oder wir haben weder eine Mission oder sonst irgendetwas anderes, was dieses Rätsel lösen könnte. Ich habe, wie gesagt, bis heute keine Ahnung, was es ist, und die anderen
Zuschauer, die anderen GTA-YouTuber haben auch keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Es sei denn, man macht Clickbait und sagt, oh, Mount Chiliad Mystery gelöst, Bullshit. Das ist und bleibt auch 5 Jahre danach immer noch ein Rätsel. Ja, meine lieben Freunde, kommen wir zum dritten Teil dieses ersten Teiles. Wir gehen jetzt vom höchsten Punkt in GTA zum tiefsten Punkt in GTA. Das heißt, wir gehen jetzt von der höchsten Bergspitze bis ganz hinunter auf den Meeresgrund. Was finden wir ganz unten auf dem Meeresgrund vor? Richtig, eine Luke, die bis runter, noch weiter bis unter den Meeresgrund reicht. Aber genauso wie das Mount Chiliad Mystery und viele andere Dinge, macht diese Luke auch irgendwie keinen Sinn. Man sieht zwar, dass sie beleuchtet ist und ja, ist es genau dasselbe wie mit dem Mount Chiliad Mystery. Viele von euch können es nicht mehr sehen, können es nicht mehr hören und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall gehört das auf jeden Fall dazu, zu diesem Dreiteiler. Diese Luke macht weder im Story-Modus noch im Online-Modus einen Sinn. Dabei ist es sogar ziemlich schwierig, an diese Luke ranzukommen. Und bis heute ist es immer noch ungeklärt, was diese Luke eigentlich zu bedeuten hat. Ist es einfach nur ein Easter Egg oder hat sich Rockstar Games irgendwann mal für die Zukunft etwas ausgedacht, was ich persönlich bevorzugen würde, weil dann würde diese Luke auch eigentlich mal irgendwann einen Sinn machen. Egal ob 5 oder 6 Jahre vergehen, ich habe das Gefühl oder denke, dass irgendwann ein DLC kommt, ein Update, ein Patch oder irgendwas, was diese Luke öffnet oder dieser Luke einen Sinn gibt. Das war es auf jeden Fall mit dem ersten Teil von ungelöst oder ungeklärte Dinge in GTA. Morgen um 14.30 Uhr stelle ich euch die nächsten 3 Sachen vor, die bis heute immer noch ungeklärt sind in GTA Online. Also würde ich mich freuen, wenn ihr morgen um 14.30 Uhr wieder einschalten würdet, meine lieben Freunde. Ansonsten bin ich erstmal raus und sage noch, bleibt gesund, meine lieben Freunde, bleibt treu und wir sehen uns beim nächsten Video von German HD. Ciao.